Saisonfinale des MBC vor einigen Wochen stand Head Coach Igor Jovovich Rede und Antwort vor unseren Kameras. Auf die Frage, wie seine Pläne für die kommende Saison aussehen, antwortete der Montenegriner. We have the contract. I need to talk. Wir haben einen Vertrag. Ich muss mit dem Verein reden, wie sie mit mir und meiner Arbeit zufrieden waren. Wir hatten eine tolle Zusammenarbeit und ich genoss die große Unterstützung. Das ist für jeden Coach ein Geschenk. Ich mag es sehr, in solch einer Umgebung zu arbeiten. Doch seit letzter Woche sind diese Worte Makulatur. Der mitteldeutsche BC steht ohne Head Coach da. Und das, wo die Vorbereitungen für die Saison 2018-2019 bereits auf Hochtouren laufen und die ersten neuen Spieler verpflichtet wurden. Der 36-jährige Basketballlehrer, der die Wölfe zur Pro-A-Meisterschaft führte und den vorzeitigen Klassenerhalt in der Easy Credit BBL sicherte, nutzt eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag. Dabei hatte Jovovich noch einen gültigen Kontrakt für die kommende Saison. Aber im Profisport zählt nicht nur die sportliche Herausforderung, sondern auch das Geld. Somit steht Igor Jovovich in der neuen Spielzeit beim polnischen Spitzenteam Stelme Zielona Góra auch im 7 Days Eurocup an der Seitenlinie. Schade für den MBC, aber aus Sicht eines erfolgreichen Trainers sicherlich verständlich. Wölfe-Geschäftsführer Martin Geisler steht bereits mit potenziellen Nachfolgern in Kontakt.